herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftsmörder 15 auf Microhazard TV hier in Mönchwinkel mit mir, dem Ice Dragon, und gerade nicht im Bilde der Bio. Jawohl, ich bin auch da. Also im Bilde ist er schon, aber er ist nicht im Aufzeichnungsbild quasi. Er ist am Gras sammeln immer noch, war. Jawohl. Was ich irgendwann mal lange abgemäht habe. Auch echt, aber mal ganz ehrlich, wir haben ja nun einige Tiere hier zu Hause, ja? Und müssen wir immer so eine fetten Heusäcke kaufen. Ja. Ja? So 12 Kilo Heusäcke kaufen wir immer. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon überlegt, dem Bauer mal zu schreiben, was er mir dann für einen Schrott verkauft, ja? Was da drin ist. Das ist so hart und pieksig, ja, dass du jedes Mal, wenn du da in diesen Sack darin haust, ja, mit deinen Pfoten erstmal die ganze Hand aufreißt. Ja, das ist nicht so schön weich und so. Kommt drauf an, das hängt aber auch davon ab, was ihr für Heu kauft. Ja, wir kaufen immer das Gleiche. Und der Sack davor, der war super klar, weich gewesen. Ja. Und der ist jetzt so, da sind Stöcker drin und sag mal. Ja, es kommt auf die Wiese an, die gemäht wurde, denn, ne? Also da muss man ganz ehrlich sagen. Wenn die Wiese schon sehr hoch gewachsen ist und da vielleicht so Sachen wachsen, die schon ein bisschen, ja, so stärkere Strunke haben einfach, ne? Nee, das sind richtige Stöcker. Dickere, ja. Letztens hatten wir so richtig Fell drin gehabt noch. Fell? Da möchte ich nicht wissen, was da unter dem Rasenmäher war. Oh, das will ich jetzt auch nicht wissen. Ne? Ja, so ja, ist es, wenn man Tiere hat. Gerade so auf Wiesen hast du ja manchmal auch Jungtiere irgendwo, die verstecken, so junge Rehe und sowas. Ja. Die tun wir ja oft auch dabei, kommen da auch oft um, weil wenn so eine Wiese abgemäht wird. Ja, na klar. Aber was dann auch fraglich ist, wie jetzt, wie hygienisch jetzt das Heu ist, wenn da Tierreste drin sind. Naja, gar nicht. Also wie gesagt, wir haben da jetzt keine Knochen drin gefunden oder so. Das war wirklich nur Fell, was man da gesehen hat. Fell reicht auch schon. Ja, ja, klar. Habt ihr das trotzdem benutzt, das Heu dann noch? Nö, wir haben das zurückgebracht. Ja, hätte ich auch nicht benutzt. Ne? Nee, also da ist ja meine Frau ist ja da schon sehr, sehr bedacht, sage ich jetzt. Ja. Die passt ja auf ihre Tiere auf, wie die ihre, als wenn nicht sonst irgendwas wären. Ja. Nee, also bei Fell hätte ich es nicht benutzt. Mir ist es doch egal. In der Natur hätten sie es auch gegessen wahrscheinlich. In der Natur kriegen sie kein trockenes Heu, da fressen sie frische Zeug. Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, das ist bestimmt so ein Gras, was ich jetzt hier gerade einsammle, was ich jetzt gerade an die Tiere verfütter. Schon so ein 100 Jahre alt abgemäht, ach, da war ja noch was. Das kommt nicht aufs Alte an, hört darauf an, wie die Wiese aussah, oder was da gewachsen ist, als es gemäht wurde. Also es war auf jeden Fall, also ist, weil es ist ja jetzt aktuell die Heutüte, die wir ja haben da, oder Heupaket, 12 Kilo, ja, ist das ganz schön eklig dafür. Aber da verdient man auch gut mit, ja. Wir zahlen für so einen Heusack, ich glaube so um die 12, 13 Euro, 12 Kilo. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele jetzt 12 Kilo jetzt so sind, in der Menge jetzt hier zum Landwirtschaftssimulator, aber ich habe jetzt hier 9200. Sind das jetzt 9 Kilo? Das sind Liter. Achso. Hier sind wir alles in Liter. Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt dieser dumme Trigger hier? Ich würde gerne Tomaten ausladen, aber ich krieg gerade keine. Jetzt habe ich Kirschen ausgeladen. Weil ich an den blöden Kirschtrigger vorbeigefahren bin. Ja, ich wollte aber jetzt keine Kirschen. Dann machen wir Marmelade draus. Habe ich abgeladen, die Kirschen. Achso. Das ist abgeladen. Was ist denn hier jetzt wirklich der Trigger? Trigger finden ist manchmal hier auch Kunststück. Trigger, wo ist denn? Ich kann gerne Äpfel. Da war was. Geh zurück. Ja, da ist er. Also manchmal sind die echt ein bisschen tricky hier, weil bei Äpfel ist er mehr an der Seite als vorne an der Tür. Ja, gut. Oh, ich hab ihn gefunden. Was hieß der? Muss mir mit den Tomaten eben auch schon hin und her fahren, weil ich ihn finde. Klappt doch alles. Kommen die Äpfel. Okay, danach mache ich dann noch Tomaten.
Dann habe ich das eine Haus durch. Dann ist das eine Haus erledigt, dann das andere Haus. Hier auch noch mal vier Sachen drin liegen. Haushänge liegen. So, ich habe natürlich einen relativ weiten Weg zu fahren hier von der Plantage bis zum Markt immer. Na, du hast ja gut, du hast den Uni da. Ja, du müsstest eigentlich auch Geld kriegen, Ja, hab ja. 1652 ja getroffen. ne? Oh, Naja, bloß, du behältst ja hier nicht wie bei dem nee, aber Bausimulator. dafür, dass wir in Echtzeit spielen, kriegst du relativ gut Geld. Ja, gut, du hast da was verkauft, ne? Ich hab's beim Markt abgeladen, der Markt verkauft ja Nee, du hast Stückchenweise. doch einen Hänger verkauft. Ach ja, stimmt. Ja. Achso, dann ist das jetzt vom Hänger gleich, was du hast. Das ist noch mit drin, mit dem Hänger, ja. Nee, ich glaube, das ist nur der Hänger. Ich glaube, der verkauft hier stündlich am Markt oder so. Ach so. Jede Stunde immer, das Stückchenweise. Aber desto mehr da ist am Markt, desto mehr wird natürlich auch verkauft, ne? Wie gesagt, die Kühe produzieren auch schon Milch. Auch die an der Milchviehanlage, ja? Die produzieren auch schon Milch. Ich habe den Stop Milk Sale platziert gehabt in der Zwischenzeit. Milchverkaufstrigger sind ja da. Die brauchen wir nicht platzen, die sind ja schon eingebaut. Du wolltest es nicht automatisch machen, ne? Na, ich will vor allem die Milch von der Milchviehanlage nicht automatisch verkauft haben und deswegen, weißt du? Nee, weil wir können ja auch Käse daraus machen. Ah ja, stimmt, ja. Wir können Käse daraus machen lassen und wir können das auch am Markt verkaufen noch mit Milch. Weißt du? Dann Milch können wir auch am Markt noch verkaufen lassen. Deswegen, also. Nur Eier gehen leider am Markt nicht. Schade eigentlich. Ich auch gerne dahin bringen, die Eier. Aber da gibt es ja gegenüber das So, Restaurant. 10% erreicht. Gegenüber das Restaurant, so nach dem Motto. Juhu, dann kann man die Plane zu machen, theoretisch. Dann könnten wir Silage bekommen. Das überlege ich, machen wir die zu? Wird vielleicht jetzt noch mal. Was hast du mit. Oh, was hast du mit dem Gras denn jetzt allgemein vor? Na, ich brauche das für Futter halt. Also doch für Silage. Na, einmal für Silage, einmal brauche ich das Gras Ach so so. für die Anlage noch. Also du Na, kannst das. dann würde ich das zumachen jetzt. Dann mach zu und dann Ja, ich bin schon kannst. unterwegs wieder. Ja, okay, dann mach jetzt voll. Dann fährst du hin, machst zu, ne? Oh. Und dann lädst du das bitte, bitte ab bei der Milchviehanlage. Warte, die Silage. Nee, das Gras, was du jetzt einlädst. Ach so, ey, man muss jetzt mal mähen, mein Junge. Ach, war nicht mehr zum Sammeln, alles weg? Nee, ich habe jetzt alles weggesammelt und jetzt Ach muss so, ich erst okay. mähen. Genau. Okay, sag Aber ich warum doch. haben wir bloß so einen kleinen. Weil wir noch kein Heckmähwerk Ach, haben. die Meile, wie lange brauche ich denn da jetzt? Ja, was meinst du, wie lange ich brauchte, nur mit dem Frontmähwerk die ganze Wiese abzumähen? Ja, das soll ich jetzt auch machen. Guck mal, was das kostet, das große. Aber ich glaube, das ist zu teuer. Außerdem schafft es der Trecker nicht. Weiß nicht, was der schafft. Warte, ich guck mal, Leistung. Was hat das? Es ist der same, ist das, ne? Ja. Aber der hat 190 PS. Nee, das wird nichts. Weil das Heckmähwerk braucht schon 190, das Frontmähwerk nochmal 90. Also, beide zusammen schafft er eh nicht. Da hätte ich aber lieber gerne das hintere als das vordere. Ja, dann lässt er aber immer einen Streifen stehen in der Mitte. Ist auch Muss. blöd. Ja, aber so hat sie hier eine Bahn hier. Also. Ey, wie soll man hier arbeiten? Ja, so ist das halt, so ist das. Das ist ja alles reine Schikane hier, die ich habe. Reine Schikane ist das hier alles. Mach ich alles nur, um dich zu ärgern. Ja, das glaube ich dir auch noch sofort jetzt Aber meinst du, hier. warum ich hier entspannt durch die Gegend fahre und Sachen einfach nur Ja, verkaufe? ja, ja. Damit du nämlich diese Arbeit nicht machen musst. Ich weiß das, ich weiß das. Aber wie gesagt, ich habe die Arbeit schon hinter mir. Ich habe das im Offscreen alles mal komplett abgemäht, die ganze Wiese. So, das mache ich jetzt hier alles onscreen. Das hat Stunden gedauert, Tja, ja, sage ich schön. dir. Danke. Ich muss nochmal so erwähnen. Aber musst du dahin gesagt, dass es Stunden gedauert hat. Naja. Ja, ich finde es schade, dass kein Ei-Abverkaufstrigger da ist, weil die Eier werden so direkt verkauft, aber das könnte man ja auch mit der UPK könnte man wahrscheinlich auch machen, dass man so einen kleinen Eierstand noch irgendwie noch mal Eier verkaufen kann. Und jetzt setzt er die Eier ab, dann zählt er die rein quasi, weißt du?
Und wenn da halt, dass man halt nicht so viele reinsetzen kann, ich nicht so höchstens 200 Stück oder so, keine Ahnung, oder 100 Stück oder wie auch immer, weißt du? Mhm. Die dann so Stückchen auch langsam verkauft mit der Zeit, weißt du, und fertig. Genau was, oder? Ja. Wer was, kann ich aber selber nicht machen, also. Wenn irgendein Modder hier zuguckt, ne, wäre eine Idee. Hm? Das muss Armee haben. Da kann man ja so 3D-technisch so ein paar Eier schachteln, also diese entweder so 6er-Packs oder 10er-Packs. Oder halt, wie man ja bei frischen Eiern auf dem Markt manchmal halt bekommt, dass dann diese 100er-Packs, glaube ich, da stehen, oder ich weiß nicht, wie viele da drauf sind, diese großen, eckigen, übereinander gestapelten Schachteldinger, wo die jetzt ein Eier drin liegen und sich halt rausnehmen kann selber. Und nach dem Motto, diese Dinger halt, die da gestapelt werden, ding, das ist fertig. Das könnt ihr wohl machen, denn, wenn ihr schon mal dabei seid. Auf der Karte ist auch viel logistisch zu erledigen, immer wieder zum Beispiel auch die Tanklager auf dem Hof zum Beispiel auffüllen oder andere. Also ja, man muss schon sagen, die Karte, die ist wirklich ganz, ganz anders im Gegensatz zu Björn Holm, ja. Ja, oder also. Knopfstar. Und du hast halt viel mehr Möglichkeiten, du hast viel mehr Sachen zu tun. Hunger, wir tun jetzt schon seit Ewigkeiten Sachen machen, die nichts mit Feldarbeit zu tun haben. Mhm. Das kannst du auch den anderen gar nicht machen die ganze Zeit, weil wofür Option hast du da nicht? Nebenbei noch machen kannst. Ja gut, ich würde mich ja um die Feldarbeit kümmern, aber ganz ehrlich, mit der Technik, die wir hier haben, macht das keinen Spaß. Und das ist ja jetzt die allgemeine Technik ja auch, weil so groß sind ja die ganzen Sachen, wenn du mal nicht von dem Landwirtschaftssimulator. Es ist einfach viel, die Felder sind überdimensional groß. Und ganz ehrlich, ich sitze da jetzt nicht 2-3 Stunden dran, um das alle da zu sehen und so. Ganz ehrlich, da fehlt mir doch irgendwo der Sinn. Weißt du? Ja, solche Sachen kann man dann ganz ehrlich auch im Offscreen machen. Nee, es geht einfach mir nur um dieses, es würde ich auch nicht im Offscreen machen, sag ich dir ganz ehrlich, wie das naja, ist. Du sagst, da fehlt die Technik, aber wir haben schon die ja, nee, ich meine, größte Sämaschine. Ja, aber mir geht's, das ist ja jetzt nicht das, was ich jetzt meinte. Ich meine, es geht jetzt darum, dass diese Felder, wie gesagt, viel zu groß sind, dass ich mich da jetzt wirklich in echt, jetzt da 2-3 Stunden dran sitze. Für so einen Bauer ist das normal, der verdient damit sein Geld. Wir nicht. Also die hätten die Felder hier deutlich kleiner machen müssen. Naja, es ist halt eine Vierfachkarte. Ja, dann hätte man viermal mehr Felder machen können, aber nicht Riesenfelder. Weißt du, so in dem Sinn. Ja, also wenn man die Felder zu zweit bearbeitet, wenn man mit zwei Sämaschinen rüberfährt, dann mag das noch gehen. Also nicht bei den großen Feldern, bei den ganz großen, würde ich mir nie auf die Idee kommen, ein riesen Feld zu kaufen. Ich würde immer noch kleinere Felder kaufen, wenn überhaupt. Schon mal die drei Felder, die wir haben, aktuell schon vollkommen ausreichend. Ich finde die Feldgröße von Mensch Winkel, von Sosnowka und Björn Holm total in Ordnung. Da gibt es auch große Felder, wenn du die da kaufst. Und das reicht. Ganz ehrlich, ja. Aber ja, die großen Felder sind die kleinen Felder. Genau. Und das reicht vollkommen aus, ja. Ich meine, da bist du zwar auch schon eine Stunde mit beschäftigt, aber okay, da guckst du noch mehr. Aber hier nicht über unsere Felder hier, die wir haben. Ganz ehrlich, so eine Vierfachkarte ist für viele Leute im Multiplayer gedacht. Naja. Wenn du hier 10 Leute auf der Karte hast, zum Beispiel, ja, die hier ackern, dann. Na gut, das geht ja nicht. Wie viele gehen maximal? Ich weiß nicht, waren das nicht nur 4? 12? Waren es 12? Aber dann geht es ja doch. Wie ist die 4? Ich weiß nicht, wie viele es waren. Also es waren definitiv mehr als 4. Ja? Dann waren es 5. Also beim Bausimulator sind es 4. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich finde die Felder einfach zu groß für meinen Geschmack. Deswegen hat mir das auch von Anfang an keinen Spaß gemacht. Wenn man da halt schon wirklich fast echte 2-3 Stunden braucht, bis wenn er fertig ist, klar, man kriegt es ja auch wieder raus irgendwo, aber ja, für mich ist es nicht das Wahre. Ja. Wahrscheinlich, deswegen machen wir auch so viel halt so nebenher, also so nebenbei, ne? Ja, so andere Sachen, die man halt auf anderen Karten auch nicht so sehen kann, also auf den Originalkarten. Ne, irgendwie was anderes machen halt einfach. So, ihr Lieben, aber die Folge ist auch schon wieder bereit zu Ende. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich. Wenn ich hier ankomme, ist die Folge zu Ende, aber nicht. Tja, so langsam bist du. Sehen wir uns in der nächsten Folge also wieder hier zum Landwirtschaftssimulator 15 hier in Mönchwinkel. Nicht Sosnowka, Mönchwinkel sind wir. Genau.
Bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zugucken. Schreibt doch mal wieder in den Kommentaren, damit wir uns wieder freuen können. Dann danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.